Moin Moin Leute, ich bin Lilikopus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zurück zu einem neuen Part von Deltarune Kapitel 2. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben und die Musik im Hintergrund ist nicht nur der absolute Bob, sondern wir sind hier stehen geblieben mit Noelle. Noelle ist jetzt unserer Party beigetreten und anscheinend, weil wir das Spiel einmal geschlossen haben und wieder in den Speicherstand gegangen sind, ist er hier neu aufgetaucht. Ich bin zum Laden gegangen und sie brauchten eine Unterschrift für die Kreditkarte, aber als ich versucht habe, meine Unterschrift zu encrypten, habe ich komische, irgendwas randommäßiges hingekritzelt. Das mochten sie nicht wirklich. Well, okay, hier sind anscheinend jetzt auch schon Gegner aufgetaucht, aber wir wollen ja eh nicht unbedingt zurückgehen, sondern wir wollen ja weitergehen. Was haben wir hier? Hier kann man Sachen zurücksetzen. Warum man das auch immer sollte. Mäuse werden sich 90 Grad drehen, wenn sie mit diesem Block kollidieren. Und die Bürger müssen die Blöcke so verschieben, dass die Mäuse in die Löcher gehen. Okay. Ja, das ist ja spannend. Mäuse? Oh Gott. Die sind aber flott. Tut mir leid, Chris. Könntest du mit denen klarkommen? Vielleicht, wenn du die in die anderen Mäuselöcher reinkriegst. Aber warum sind die... Ach, wenn die damit kollidieren. Weil die sind dagegen, dann sind die hier gelaufen, weil da muss der, glaube ich, dahin. Jawohl. Sieht so aus, dass du es hingekriegt hast. Das ist übrigens der Annoying Mouse Room. Wie stark ist das denn bitte? Der Annoying Mouse Room. Okay, das hier sieht fast aus wie so ein kleiner Secret-Raum. Aber irgendwie ist hier nichts. Alright. Da unten gibt es anscheinend sogar Werbung. Freunde, wir sind hier ohne Werbeblocker unterwegs. Wir sehen hier die ganzen Ads. Hä? Was ist los? Was machen wir? Keine Sorge. Take care, Eggs. Wir könnten auch eigentlich nur Take care machen. Und dann könnte Noelle direkt sparen. Wir haben gewonnen. Sehr nice. Wer ist der Spritzenmann denn? Ha! Ambulances. Land. Wild. Hospitality. Noelle hat sehr warm und sehr nett mit ihnen gesprochen. Nadeln sind nicht gruselig. Medizin ist wichtig, weißt du? Dieses Mädchen ist so nett. Lass ihr Free Bullets geben. Das ist aber nicht nett. Wenn man jemandem einfach Free Bullets gibt, weil er nett zu dir ist. Okay, dafür brauchen wir 4, damit wir die rekrutieren. Alright, sollten wir ja wohl hinkriegen. Wen haben wir hier? Wir sind Addisons. Alles, was wir tun, sind Werbung machen. Das hier ist zum Beispiel gerade auch eine Werbung. Und diese Werbung kostet nur 9,99 €. $9,99. Du kannst die Werbung einfach blocken für $9,99. Du möchtest es nicht mehr und möchtest sie zurückhaben. Kostet $9,99. das ist smart. Freunde, jedes Mal, als ich gerade Werbung gesagt habe, werde ich jetzt auf diesem Video Werbung schalten. Nein, werde ich nicht. Ich glaube, ich kann gar nicht. Ich kann, glaube ich, sogar so häufig Werbung schalten. Eigentlich würde ich gerne mal so ein langes Video hochladen und gucken, wie oft ich Werbung schalten kann. Das ist dann einfach das werbevollste Video des Internets. Freunde, wie findet ihr den Plan? Könnt ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut fändet? Magst du keine Werbung? Dann blocke sie einfach für $9,99. Ja, wow. Unten geht's weiter, aber... Susi, sie ist genau da. Aber ich habe nicht den Mut, ihr irgendwas zu sagen. Wer ist die andere Person, die da auch mit ihr ist? Sieht so aus, als ob sie... Die gucken hier rüber, lass uns gehen. Wie unfassbar süß sieht Susi und Rosie. Wie sehen die aus, wenn die Zuckerwatte essen? That's the cutest shit ever. Oh, look at them. Oh. Oh, guck mal, da haben wir schon direkt unsere 2, die wir noch brauchen für die Recruiting. Sehr schön. All in day's work. Wiu. Hier kann man übrigens sehr easy getroffen werden. Ist gar nicht mal so einfach, da auszuweichen. Und recruited. Jawoll. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, hier wird sehr oft gewarnt. Irgendwas wird hier passieren. Okay, hier haben wir 8 Sekunden. Oh Gott. Oh shit.
Das war ganz schön scary. Ich komme noch nicht mal über die Straße, ohne dass mein Arsch getreten wird. Ich liebe die Stadt. Das liebst du? Seit alle hier so angeschlossen sind, sind sie sehr viel verständnisvoller. Das ist ganz cool. Ja, das glaube ich. Bye, bye, bye. Ganz viel kaufen. So, kämpfen wir hier direkt nochmal einmal. Gegen ihn müssen wir Take Care einsetzen. Und was macht die N-Action? Standard. Ich weiß nicht, ob ich die einsetzen will. Warte, da steht auch was, das ist oder nicht. Nee, steht's nicht. Aber wir können ja ihn direkt sparen. True. Gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist die N-Action auch sowas wie dieses Tanzen, was wir ja hatten. Könnte sein. Lass uns ihr Free Bullets geben. Freie Schüsse ins Gesicht. Juhu. Sehr schön. Das auch geschafft. Was haben wir hier? Es ist eine Werbereklame für ein riesiges Riesenrad. Oh, das ist ja großartig. Das sieht so aus, wie, also wenn man jetzt über das am Festival nachdenkt, dann ist das ja wie ein Spielzeug. Ich frage mich, ob Susi vielleicht... Ach, wen verarsche ich denn hier? I will... Ich habe gerade nicht das With gelesen, okay? Das hat mir gerade kurz Angst gemacht. Können wir bitte... Susi Wolf. Wirklich? Denkst du wirklich? Und das von einem Susi-Experten wie von dir, Chris. Danke. Hey, Chris. Wie bist du denn Susi-Experte geworden? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich frage mich auch bis heute, wie wir wirklich noch so dicke geworden sind mit Susi. Das war wild. Wen haben wir hier? Ja, guck doch mal ein bisschen suspicious. Hey, weißt du irgendwie, wie man mit existenziellem Druck klarkommt? Ich frage für einen Freund. Ein Freund, der so aussieht und so klingt wie ich. Die reden über mich! Geil! Oh, absolut stark. Absolut stark. Okay, was haben wir hier? Sieht so aus, dass ich es runterhalten muss. Chris, du bleibst auf dem da drauf stehen. Okay, jetzt komm hier rüber. Gute Teamarbeit. Jawoll, so ist es. Die Frage ist, geht's hier unten weiter oder geht's oben weiter? Ihr kennt mich ja, ich möchte ja immer alles erkunden. Alles, was irgend möglich ist zu erkunden. I wanna see it. I wanna... See it. Guck mal, das kleine Männchen. Ah, guck mal, weil das ist nur so ein kleiner Raum. Hoho, honey. Ihr beiden Jungen, ihr Beings together in der Schulnacht. Könnte ich euch darin interessieren, in ein paar neuen Dating-Schuhen? Hä? Nein, das hast du komplett falsch verstanden. Chris und ich, wir sind nur, Freunde. Chris war schon immer mein Nachbar. Wir sind durch so viel durchgegangen. Manchmal fühlt es sich an, als ob wir uns besser kennen als alle anderen. Und jetzt, trotzdem ist es schwierig zu sagen, dass wir Freunde sind. Wir sind Freunde. Ja, das ist richtig. Wir sind Freunde. Es ist erschreckend, nett und schön zu hören, dass Chris das gesagt hat. Oh, guck mal. Wir machen hier noch richtig Freundschaft. Also man kann auf jeden Fall sagen, wir machen den kompletten Pacifist-Pacifist-Run. Wir befrienden wirklich alle, die man irgendwie befrienden kann. Hier haben wir ein paar Kisten. Du bist ein bisschen verloren in der Craftsmanship of Boxes. Ja, Boxen sind immer gruselig. Pakete? Gott. Chris, das ist die Queen. Sie ist genau da vorne. Kannst du sie irgendwie ablenken? Oh! Laughing my ass off. Du bist genau hier. Tut mir leid, Chris. Ich habe Noelle gesucht. Ich hatte jetzt schon vier von diesen... Four of these all ages appropriate. Gläsern mit purem Batteriesäuren-Dings. Oh Gott. Die hat voll einen Tee. Keine Sorge, dass ich das Glas geschmissen habe, das ist alles safe, ist alles sicher. Schau mal, Chris. Criss-Cross Applesauce. Jetzt, wo wir Befreundete sind oder Verbündete, denke ich, wir sind fast die gleiche. Die mathematische Wellenlänge. Du verstehst mich, Chris. Du machst nicht so komische, verrückte Dinge wie eine Meinung zu haben.
oder zu schreien, wenn ich dich gefangen nehmen sollte. Oder mir schlimme Pläne zu nennen für irgendein Smartboy-Theme-Park. Ach, damit komme ich einfach nicht klar. Warum sind alle anderen so undankbar? Oh Gott. Ups. Das war mein sehr gefährliches Glas. Mein extra gefährliches Glas. Chris. Ich möchte einfach nur alle zum Lachen bringen. Und wenn ich eben ein böser Bösewicht werden muss, um das zu bewerkstelligen, ist das dann so schlimm? Es ist okay. Du musst nicht antworten. Du würdest eh falsch liegen. Aber Chris, wo wir immer noch Verbündete sind, vielleicht könnten wir das Beste daraus machen. Wir könnten das Spiel nochmal spielen. War das nicht spaßig, Chris? Nur du und ich. Eine gute Zeit zusammen. Niemand anders, der uns im Weg steht. Queen! Ich habe dich überall gesucht, um dir das hier zu zeigen. Ein Monument deiner Großartigkeit. Und wir beide halt zusammen. Oh, wie sage ich das denn jetzt? Es ist sehr... schlau? Lying. So schlau, wie du es bist. Ich liebe es, das zu tolerieren. Haha, ich wusste, du würdest es lieben. Du hast so einen perfekten Geschmack. Sehr coole Statuen. Ich wusste nicht, dass du Nippel hast. Was? Aha, das werde ich bald haben, in unserer idealen Welt. Chris, du darfst natürlich auch gerne etwas dazu sagen. Queen und ich, wir haben Pläne, die wir miteinander schmieden müssen. Ja, oh, ja. Ich freue mich so sehr drauf, die zu mal schmieden. Ja. Lass uns gehen, Berkeley. Geh einfach weiter, ich bin direkt hinter dir. Meine Stimme wird einfach immer ein bisschen leiser. Tut mir leid, Chris. Ich muss hier raustappen aus diesem Scheiß. Wow, cooles Gesicht. Sieht so aus, dass meine Verkleidung geklappt hat. Es sah vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es hat gut geklappt, sich so zu verstecken. Lass uns gehen, Chris. Jetzt hat die das die ganze Zeit auf, ich werde kommen. Nein! Ich habe gerade gemerkt, ich kann gar nichts sehen. Ha! Ich denke, ich werde es doch nicht mehr tragen, außer wenn ich es muss. Lass uns diesmal wirklich gehen. Was ist das? Puh. Chris, kannst du aufhören, das anzugucken? Ja, das sollte man nicht zu lange angucken. Das ist gar nicht gut. Unsere Freunde! Yo, wie ist es, Kollege? Wir machen ein bisschen extra Geld, indem wir ein bisschen Sachen hier in der Stadt verkaufen. Wir müssen ja irgendwie die Kohle machen, nicht wahr? Möchtest du was Neues kaufen? Ein paar neue Kicks? Ich möchte ein Auto sein. Nicht schlecht, KK. Wir sollten irgendwie hier gut umherkommen. Onk, onk. Was möchtest du haben? CD-Bagels? $80 für einen. Wir reden einfach mal. Und wer ist das? Mademoiselle? Lass sie in Ruhe, Cap. Coole Radioantenne, die du da hast. Das sind... Geweihe, Cap. Hä? Lass uns ihren Lied spielen. Oh, wie cool. Mochtest du die große Statue? Die zu bauen war echt scheiße. Hat eine Menge Müll gebraucht. Ja, und der andere Job, den wir hatten, der war viel besser. Er war größer. Es wird dein Mind blowen. Es war echt groß. Energetische Musik kommt von den Boxen. Du bist gefüllt mit der Power von musikalischen Bagels. Hell yeah. Wir haben jetzt schon 435 Stunden hier reingesenkt. Not bad. Übrigens, an der Stelle Shoutout an die Leute, die es in die Kommentare geschrieben haben. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Die Roboter sehen extrem so aus wie die Roboter von Eggman, von Sonic. Das komische, der Bösewicht, der hatte auch immer so Roboter dabei, die genau so eine Form hatten und so. Das ist, oh, es ist so schön zu sehen, wie viele Referenzen man doch in dem Spiel hier wiederfinden kann. Das ist absolut großartig. I love it. I totally love it. Okay, da ist oben einer, unten ist einer. Es gibt 10.000 Wege, wo man langlaufen kann. Hier ist sogar so eine kleine Brücke für die Autos. Ah, da ist eine kleine Truhe. Die wollen wir haben. Take care. Huh. Nice. Die Arme. Das ist einfach hingefallen. Aua.
Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Bounce Blade. Das ist eine Waffe. Waffen werden wir ja zum Glück nicht so wirklich brauchen. Willkommen zu der Cyber Shoes 2. Wir haben auch ein paar Schuhe umsonst. Möchtest du welche? Ja. Du hast einen kleinen Schuh bekommen mit einem Zahnstocher dadurch? Why? Das ist der heißeste Teeschuppen. Heiß, heiß, heiß. 50% günstiger. Für 100% kannst du deinen eigenen Flavor aussuchen. Wir wollen den Flavor für Noel. Okay, bitte sehr. Der Noel-Tee ist jetzt in deinem Storage. Oh, wie cool. Wie war das hier? Die sind beide tired. Okay, also wir müssen da jetzt so ein bisschen dran jiggeln. Using Noel's Sleep. Okay. Die hat anscheinend doch eine Attacke dafür. Die ich nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Um ehrlich zu sein. Wir werden hier nochmal ein bisschen jiggle-wiggeln. Sleep Mist. Spare Tired Foes. Dafür braucht man aber auch 32, was ein bisschen mehr kostet. Dadurch können wir ihn aber sparen. Und haben jetzt die Werewires recruited. Hell yeah. Das ist doch ziemlich nice. Wir haben jetzt mittlerweile schon echt sehr viele Leute recruited. Das ist echt cool. Ja, das wird noch nicht reichen. Aber jetzt wird das ausreichen. Wir hätten jetzt sogar tatsächlich auch das... Wie süß, der hat sich sogar zurückverwandelt. Hätten jetzt auch gerade den Sleep Mist am Ende noch verwenden können. Okay. Okay, da wird es auf jeden Fall final weitergehen. Wen haben wir hier? Es ist eine Puppe mit einem Kleid dran. Clothing Store Sale, Sale, Sale. Wir verkaufen das für 75% weniger. Kaufen wir. Es ist schön, Geschäfte mit dir zu machen. Es ist jetzt in deiner Kleidung. Das ist doch bestimmt was für... Mannequin. It's a mannequin with the clothes permanently attached. Die Kleidung ist da drauf gemacht. Also festgemacht. Perfekt. Das ist ja großartig. Super. Ja, das hat sich sehr gelohnt, möchte ich meinen. Okay. Ich würde sagen, wir waren jetzt hier irgendwo überall in diesem Screen. Düsen wir mal weiter. Okay, hier müssen wir auch wieder anhalten. Warum sieht das aus, als ob es hier irgendwo unten was gäbe? Ah, ich bin noch nicht blöd. Warte, die kann man doch hier mit anhalten bestimmt, oder? Nee. Man stirbt ja zum Glück nicht, wenn man hier jetzt irgendwie oft auf die Nase kriegt. Ich bin halt aber überlegen, ob man da irgendwie auch dran vorbeikommt. Oh, guck mal, wie wir die ziehen. Aua, das habe ich jetzt ja erst gesehen. Moment. Den stoppen wir damit. Das habe ich jetzt erst gesehen. Schnell! Hier muss man jetzt halt... Hund? Finden wir jetzt hier das Secret, wo Toby Fox ist? Toby? Bist du irgendwo hier? Warum sind wir hier? Oh! Wir wurden von einem Hund überfahren! Es ist ein Müll. Da ist eine... Ist ein... Wir haben endlich wieder das Moos gefunden. Da ist ein Kissen drin. Wir sind jetzt ein Moosfinder! Warum siehst du so glücklich aus? Es ist... Freunde, das war das kleine Secret Easter Egg, wie man auch immer möchte, von Toby Fox, der hier auch seinen Auftritt hat, indem er uns mit seinem kleinen, absolut süßen Auto überfährt. Wie absolut niedlich sah das denn aus? Ich werde komplett bescheuert. Geht's hier weiter nach oben? Es geht weiter nach oben, ja. Da muss man das allerdings von links wieder ausmachen, damit man da
wirklich weiter vordringen kann. Wir können auch erstmal hier gucken, ob man vielleicht weiter nach oben kann. Ah. Haben wir jetzt ein bisschen blöd gestellt. Hier geht's nicht weiter nach oben. Wie wir die immer ziehen, wenn wir rennen. Das sieht so schlimm aus. Ist gar nicht schön. Ah, das haben wir wieder ein bisschen blöd gestellt mit so drei in einer Reihe. Immer wenn so drei in einer Reihe sind, dann ist es natürlich ein bisschen problematic. Warum ist da eine Katze drauf? Das verstehe ich noch nicht ganz. Go, 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 go! Geht's hier weiter nach oben? Nope. Und jetzt werden wir überfahren. Oder auch nicht. Ein Glück. Gucken wir mal kurz. Da müsste auch nichts sein. Ich frage mich, warum da eine Katze ist. Bestimmt gibt es da auch nochmal irgendwie sowas versteckt. Oh Gott, wieder ein Mausrätsel. Oh boy. Sieht so aus wie eine neue elektrische Wand. Hä? Hier drin ist ein Schalter. Vielleicht können wir da irgendwas reinbringen? Ja, eine Maus. Was denkst du, Chris? Annoying Mouse Room 2. Ja, perfekt. Was machen die roten Dinger? Es ist eine Aufgabe des Bürgers und der Bürgerin, um das richtig hier zu rotaten, damit die da reinkommen. Engage und disengage, rotate, release. Ach du meine Güte. Ach okay, wenn wir releasen, dann... Okay, das hier ist soweit richtig, würde ich sagen. Dann kommen die da unten raus. Oh Gott, die Arme. Ich wünschte, sie würden nicht einfach so rausgerannt kommen zu mir. Es tut mir sehr leid. Okay, die düsen auf jeden Fall da oben jetzt durch. Ja, perfekt. Easy. Chris, du hast es geschafft. Wir sollten jetzt... Aha. Das Force Field ist immer noch oben. Haben wir irgendwas nicht getroffen? Hallo? Ich frage mich, was wir falsch gemacht haben. Das Force Field ist immer... Oh Gott, nein, wir müssen jetzt die Mäuse losschicken, dass sie dann hochspringen über das Force Field. Oh Gott, I'm so sorry, Noel. Chris, ich kann nicht glauben, dass du diese Mäuse auf mich losge... Hä? Ich denke, auf dem Switch zu landen, hat das Force Field ausgemacht. Lass uns gehen, Chris. Es tut mir sehr leid. Aber ich musste das tun. Ein Käse. Chris. Du willst doch nicht den Käse anfassen, oder? Ich werde den Käse anfassen. Du hast den Käse gerieben. Mit einem kleinen Streichler. Und plötzlich. Nein, eine Maus. Sie heißt sogar Maus. Fear, trap all. Trap one. Aber wir sollten doch nicht Angst vor der haben, oder? Trap one, I guess? Press C to trap. Boah, war das schlecht. Caught the enemy. Du denkst, du bist der große Käse? Oh, oh. Aua. Aua. Okay, wir haben die Maus nicht gefangen, aber sie damit gespared. Ich möchte diesen Käse nie wiedersehen. Verständlich. Okay, wie kommen wir da unten hin? Guck mal, immer wenn ich irgendwo eine Truhe sehe, ne, ich denke sofort dran, how can I get there? Chris! Wenn wir das berühren, kommen die. Ich werd bekloppt. Trap all? Boah, bin ich schlecht in diesem Spiel. Ich bin wirklich, wirklich... Jetzt ist hier eine Maus! Deswegen Maus! Ich werd bescheuert. Trap all. Hey, wir haben eine. Something. Der läuft übrigens unseren Bewegungen nach. So, wir versuchen die hier zu trappen. Und die andere werden wir sparen. Nein! Noel spared die Maus. Ich bin es müde und leid, herumgeschubst zu werden. Okay. Trap one. Wir werden direkt jetzt einfach damit davon ausgehen, dass ich sie jetzt trappen werde. Nein! Das Ding ist, ich denke immer, dass es viel länger dauert, bis das wirklich dann letztendlich darunter fällt. Das ist mein Problem, glaube ich.
Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir können sie zum Glück auch einfach so sparen und kriegen auch so ein bisschen Mercy-Level drauf. Das ist ganz gut. Also wir kommen so ein bisschen wenigstens voran, wenn wir sie schon nicht trappen. Das ist nicht wahr. Wir werden die wirklich sparen, indem ich sie nicht einfange. Das wird passieren. Ich sehe das kommen. Aller guten Dinge sind das Letzte. Obwohl, Moment. Wir können doch jetzt eigentlich einfach double sparen, weil dann haben wir sie hundertprozentig. Und wir haben alle rekrutiert. Damit sind tatsächlich alle Cheese-Dinger hier kaputt. Schade. Nun ja. Wir sollten uns auf jeden Fall heilen. 70 HP. Ja, damit bin ich zufrieden. Und wir finden ein CD-Bagel. Sehr schön. Guck mal, ein Item gerade benutzt und ein anderes wiederbekommen direkt. Oh Gott. Ist das eine Sackgasse? Nein, das ist ein weiteres Riesenrätsel. Ei. Ei? Der Switch hat nicht funktioniert, oder? Chris, die Plattform fällt runter. Hilf mir! Der Annoying Mouse Room. L? Chris, was machst du denn? Du hast mich... Hä? Sorry, Chris. Du hast mich gerettet, nicht wahr? Oh Gott! Diese fällt auch runter! Chris, was auch immer du getan hast, mach weiter damit! Ah, Chris! Kommst du mit dem Puzzle nicht weiter? Ich habe gehört, Noelle hat um Hilfe geschrien, aber ich denke, dieser Sound warst du, nicht wahr, Chris? Dein Hirn muss anscheinend gerade weinen. Nein, tue ich nicht. Nein. Ich... nein! Sie ist einfach runtergefallen, weil ich nur ihm zugehört habe. Ich werde ihm jetzt nicht weiter zuhören. Wie kommt man da denn hin? Ah, so. Ja, ihr könnt das oben gerne lesen, Freunde. Ich werde das nicht durchlesen. Wie soll ich das hier machen? Sagt ihr jetzt I love Maus? Ah, so hätte man das machen müssen. Glaube ich. Oder? So? Ja! I love Maus. Ich werde komplett bescheuert. I love Maus! Was? Wie hast du das gelöst? Tja, ich bin halt gut. Selbst mit einer kaputten Uhr ist sie einmal am Tag richtig. Oh, was eine Metapher. Und Chris, wenn irgendwer fragt, ich habe das Puzzle gelöst. Es ist nicht fair, dass du hier den extra Credit kriegst. Verstanden? Niemand sollte was anderes denken. Besonders nicht Susi. Du weißt, sie ist nur immer über mir. Es tut mir sehr leid, was du durchmachen musstest, Noel. Gott, weißt du, ich dachte, ich glaube, ich habe keine Angst mehr vor Meisen. Ehrlich gesagt denke ich, ich finde die jetzt sogar recht süß. Lass uns einfach weitergehen. Noel ist jetzt immun gegenüber Mäusen. Ja, nach dem Isle of Mouse-Incident hier, verständlich. Freunde, das waren nicht nur drei Annoying Mouse Rooms, sondern auch ein wundervoller neuer Part von Deltarune. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo da, um nicht die nächsten Parts zu verpassen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, immer um 13.15 Uhr kommt hier der neue Part online, jeden Tag ein Part. Je nachdem, wie wir halt immer durchkommen, ist die Länge so variable zwischen 20 bis 30 Minuten. Heute mal ein bisschen länger. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü.